Herzlich willkommen zum Brain and Soul Talk zum Thema Positive Mindset. Heute geht es um das Thema Lieben. Lieben, das große Thema der Menschheit. Alle suchen nach einer glücklichen, nach einer gelingenden Beziehung. Jeder Mensch braucht das und so oft gelingt es einfach nicht. Viele bleiben allein, manche haben nur das Glück für ein paar Jahre. Viele kommen über das Verliebtheitsstadium überhaupt nicht hinaus. Und woran liegt das? Und was kann man tun, um eine langfristige, gelingende Beziehung zu führen? Darüber möchte ich heute mit einem Experten sprechen, der wie wenige sich dazu so interessante Gedanken gemacht hat, die mich völlig überzeugt haben. Ja, er ist Diplompsychologe, er ist Verhaltenstherapeut und seit über 50 Jahren coacht er Menschen im beruflichen, aber eben auch im privaten, denn ganz schnell wird aus beruflichem Stress auch ein Ehestress. Und er hat vielen Menschen geholfen, ihre Ehe und ihre Beziehung zu retten und ist selbst auch über 42 Jahre verheiratet. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Ich spreche heute mit Jens Korsen über sein neues Buch Lieben und wie man es schafft, eine gelingende Beziehung zu führen. Lieben und dann kommt's schon, warum das größte aller Gefühle in Wahrheit eine Haltung ist. Jetzt könnte man dann meinen, ja, Lieben ist ja eigentlich ein Gefühl. Was hat das jetzt mit Haltung zu tun? Und was genau läuft eigentlich schief? Deswegen meine erste Frage, mein lieber Jens, damit wir überhaupt mal wissen, über was wir reden. Was ist denn für dich überhaupt Liebe oder Lieben? Wie würdest du das definieren? Ja, der Einstieg kann ja etwas überraschend sein. Das ist das Gegenteil von Verliebtheit. Ja, wie das Wort ja schon sagt, verlieben. Ich glaube, einige haben das ja auch schon mal gehört, schon mal einen Vortrag darüber gehalten. Verlieben, verlaufen, verrechnen, versemmeln. Ja, und lieben ist eben kein Primärgefühl, was man sofort irgendwie, da kommt einer in den Raum und ach, jetzt liebe ich ihn, sondern ich bin in den verliebt. Ja, also verliebt ist eher was Automatisches, wird auch eher von der Natur, von der Biologie vorgegeben in Richtung Arterhaltung. Ja, mehret euch und ohne Anziehung, ohne Erotik würde da nicht viel laufen, würden wir aussterben. Also deshalb ist das schon ein tolles Geschenk, die Verliebtheit. Und das will ich auch gar nicht heruntergradieren, indem man sagt, das ist ja keine Liebe. Nein, nein, das ist was Besonderes, was Poetisches, was Aufregendes. Und man sollte sich nicht genieren, sich ein paar Mal im Leben zu verlieben. Und zwar nicht nur in andere Menschen, sondern auch in das Leben und auch in sich. Also, so wie ich das sehe, ist die große Liebe nicht die Liebe, die mich erlöst vom Übel, sondern die große Liebe ist die Dreifaltigkeit, wie ich das nenne, die Liebe zum Leben, also zum Sterb und Werde, zu den Gesetzen des Lebens und dann die Liebe zu mir selber, was viele auch nicht so richtig können. Und wenn ich diese beiden Lieben habe, dann ist es nicht so schwierig, auch meinen Partner zu lieben. Aber ohne die beiden anderen Lieben ist es schwierig. Und da werden wir drüber reden. Ja, da haben wir jetzt ja schon ein ziemliches Konstrukt, was wir hier mal beleuchten müssen. Also Lieben ist auf jeden Fall für dich was ganz anderes wie Verlieben. Und Lieben ist also etwas, was sozusagen viel größer gedacht ist. Du hast ja oft auch von einer Dreifaltigkeit gesprochen. Ja. Was läuft denn im Moment so aus deiner Sicht oft schief mit der Liebe? Warum klappt es so selten? Warum sind 30% aller Ehen geschieden? Warum finden manche einfach keinen Partner und die wenigsten halten ein Leben lang durch mit ihrem Partner? Diese 30% sagen natürlich nichts darüber aus, wie viele unglücklich in der Ehe sind, nicht? Ja, klar. Also in der Liebe, das sind ja nur die, die dann wirklich Flucht ergreifen und nicht mehr können. Ich glaube, es sind mehr als 30% nicht wirklich zufrieden. Das heißt, da setzen wir jetzt mal 20-30% drauf und dann haben wir vielleicht, keine Ahnung, weniger als 50%, die wirklich happy sind, oder sind es noch weniger? Ja, also
aus meiner Erfahrung, aber das ist natürlich auch jetzt selektiv, weil ja immer nur Leute zu mir kommen, die unglücklich sind in der Ehe. Ja, aber du hast ja einen Freundeskreis Ja, und aber ich meine schon, also so ganz meine subjektive Einschätzung ist, dass vielleicht 20% sehr gerne mit dem anderen zusammenleben und ein erfülltes Liebesbeziehung, eine Liebesbeziehung haben. Und die anderen, ja, ist ganz nett, aber das, was ich unter erfüllter Beziehung verstehe, haben die meisten nicht. was ist denn für dich eine erfüllte, gelingende Beziehung? Ja, wenn man aus der Fülle kommt, wenn man den anderen nicht braucht, um etwas zu bekommen, was man vorher nicht hatte. Ne? Also die größte Gefahr ist, dass man meint, dass die Verliebtheit Liebe ist und dann so enttäuscht ist, dass die dann irgendwann sich langsam auflöst und dann sagt man, oh, die Liebe löst sich auf. Nein, nein, es löst sich ja nur dieser biologische Hormoncocktail, der wird langsam verwässert. Ne? Also Wissenschaftler sagen ja, dass nach 18 Monaten oder 20, 24 Monaten diese Verliebtheit, dieser Cocktail sich langsam auflöst und dass man dann den anderen erst wirklich sieht. Ne? Darum sagt man ja auch, man ist auf der rosa Wolke, man sieht den anderen nicht wirklich. Wenn man verliebt ist und einer oder einem nachläuft, dann ist es nicht die Person, die einen fasziniert, sondern es ist das, was sie in einem auslöst. Also man läuft eher dem Gefühl nach. Man sieht einen, der kommt auf die Party, ah, coup de foudre, ich bin verliebt und jetzt laufe ich dem wie die Lorentzsche Graugans, laufe ich nicht dem nach, sondern ich laufe meinem Gefühl nach, was er in mir auslöst. Kann es denn sein, dass oft auch die pure Auswahl desjenigen problematisch ist? Also ich habe jetzt gerade wieder eine Untersuchung gelesen. 1989 hat man mal 10.000 Menschen befragt, weltweit. Wissenschaftler in Amerika haben das gemacht. Und was kam raus? Männer suchen jung und schön und Frauen suchen Status und gute Aussichten finanzieller Art. Dann hat man jetzt 2020 diese Untersuchung wiederholt mit 15.000 Probanden weltweit, mit 100 Forscher, übrigens auch Frauen im Führungsteam dieses Forschervereinigung. Und was kam raus? Genau dasselbe. Männer suchen jung und schön und Frauen suchen Status und gute finanzielle Aussichten. Ist das denn eine gute Ausgangsbasis für das Finden des richtigen Partners? Naja, das ist ja eher, was ich vorhin gesagt habe, von der Natur diktiert, Ja, nicht? anscheinend, ja. Also Das hat es sich jetzt geht auch nicht ja, verändert, auch nicht durch Gender-Diskussionen. nein, das Gehirn bestimmt wohl am Anfang die Verliebtheit. Das Gehirn weiß ja nicht, was Glück ist. Das Gehirn hat sich entwickelt für Arterhaltung und jung ist günstiger für Arterhaltung. Und beim Mann, das Mächtige, also der kann die Familie ernähren, der beschützt, das sind so die ganz alten Polaritäten. Und da sieht man eben, dass das bleibt. Wie ich vor 20, 30 Jahren mal so ein paar Artikel für Frauenzeitschriften geschrieben habe, ich weiß noch, bei der Brigitte, da haben die immer zu mir gesagt, wenn ich dann gesagt habe, ja, in der Urhorde ist die Frau in der Höhle geblieben, hat auf das Feuer aufgepasst. Dann haben die immer zu mir gesagt, Kors, sind 10 Chauvi-Punkte. Chauvi. Ja, klar. Da habe ich gesagt, na komm, es gibt die Polarität, es gibt die verschiedenen Aufgaben von der Biologie her und das ist die Frau, ich sage eher Anima-Prinzip, das Anima-Prinzip ist eher das erhaltende Prinzip und das Animus-Prinzip ist eher das zerstörerische. Ja, und das sind eben die Polaritäten und so weiter. Aber frag mich, weil sonst, Wir ich will sind ja da nicht zu lange reden. natürlich auf ganz dünnem Warum? Gender-Eis. Warum? Diese Forscherin, die da das Ganze neu angeführt hat, jetzt hat unheimlich viele Anfeindungen bekommen. Natürlich, weil das natürlich überhaupt nicht zu der aktuellen Diskussion passt. Es ist mir nur noch mal in dem Zusammenhang klar geworden, dass sich da in der Auswahl der Paarungswilligen nicht viel geändert hat in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren sogar. Und jetzt
Jetzt haben wir ja schon ein bisschen rausgehört. Also anscheinend ist ja irgendwas, läuft manchmal ein bisschen was schief, dass eben die Verliebtheit im Vordergrund steht und noch gar nicht eine Liebe überhaupt nur ansatzweise eigentlich da ist. Und dass vielleicht die Auswahl auch vielleicht ein bisschen schwierig. Gibt es noch andere Kriterien, die sozusagen den Anfangs, den Beginn einer Liebe schwer machen? Naja, es ist ja so, die archetypische Sehnsucht, also über alle Kulturen der Menschen ist schon die Sehnsucht nach Einheit, nach Verbundenheit. Das kommt daher, weil das Kind ja im Mutterleib verbunden war mit der Mutter und gleichzeitig sich aber autonom entwickelt hat. Ja, das Gehirn hat sich autonom entwickelt und die Verbundenheit war das Gefühl. Und ich glaube, dass diese Verliebtheit sowas Ähnliches ist wie diese Geborgenheit im Mutterleib. Ja, also die Sehnsucht nach Einheit. Man sagt ja auch, dass da passt kein Blatt zwischen dir oder so, nicht? Und das, ich glaube, die Euphorie in der Verliebtheit ist wiederum diese ganz altbekannten Gefühle von eins sein, verbunden sein, nicht getrennt sein. Ja, und das Kind, auch wenn es auf die Erde kommt, ist es ja immer noch verbunden. Erst wenn das Gehirn sich entwickelt, dann irgendwann entdeckt das Kind, oh, ich bin hier und da ist die Mama. Und dann sagen die Psychologen, und das ist der Augenblick, wo das Kind sagt, ich will zurück. Ja? Und deshalb könnte man sagen, die Verliebtheit ist an sich immer wieder der Versuch, in die Einheit zu kommen, in die Verbundenheit. Und deshalb ist die Enttäuschung umso größer, wenn dieses schöne Gefühl von Geborgenheit und Verbundenheit dann weggeht, wenn der Cocktail nachlässt. Und dass man dann dem anderen das indirekt vorwirft und sagt, also was ist denn jetzt los? Du hast doch gesagt, du wirst mich immer lieben. Und das ist aber nicht mehr so wie am Anfang. Reiß dich mal zusammen. Ja, und ich glaube, das ist der größte Feind, dass die Leute nicht aufgeklärt sind, dass die Verliebtheit ein Geschenk der Natur ist und dass die Liebe eine Haltung ist. Also die Liebe ist kein Kinderspiel. Ja, das ist ein Spiel für Erwachsene. Ja, also die nicht da irgendwie erlöst werden wollen vom Übel, von der Prinzessin, ja, sondern das ist eine Gestaltung, ja, dass man eine Liebe gestaltet und da gehört es dazu, dass man Bewusstheit hat und dass man den anderen nicht braucht. Und das ist die größte Gefahr, dass man den anderen braucht, aber sagt, ich liebe dich. Ja, also das merkt man gar nicht selber. Man braucht die blauen Augen, die konditioniert sind mit irgendeiner Erfahrung. Man braucht die Stimme, man braucht das Äußere, man braucht ja auch vielleicht das Seelische, aber es ist ein Brauchen. Und solange ich für die Verbundenheit oder für das Glück einen speziellen Menschen, also meinen Partner sozusagen, brauche, kann ich ihn nicht lieben. Ich glaube, ja, das sage ich. Wenn man einen braucht, kann man ihn aus freien Stücken nicht lieben. Okay, dann müssen wir jetzt wirklich drüber reden, wie wir aus dieser Sackgasse rauskommen. Ja. Denn offensichtlich läuft ja genau an diesem Punkt enorm viel schief. Der Cocktail lässt nach. Und daraus wird ja dann im Regelfall die tindische serielle Monogamie oder irgend sowas Ähnliches. Aber wie können wir jetzt uns sozusagen besser aufstellen? Also wenn wir jetzt sagen, okay, ich finde den doch eigentlich oder die toll, aber irgendwie lässt es nach. Was ist dann dieser Schritt mit dieser Haltung? Was sind die Schritte, die man gehen muss? Oder wie ist dein Modell? Vielleicht erklär nochmal dein grundsätzlich anderes Modell, wie man lieben besser angeht. Ja, also lieben, wir haben das ja deshalb auch lieben genannt, weil die Liebe ist ja so ein Substantiv und die Liebe ist für mich eher ja, so eine Litfaßsäule, so außen bunt und innen hohl. Ne? Außen bunt und innen hohl? Das größte Gefühl der Menschheit? Nein, das I love you, I love you, I love you. In Amerika noch mehr, immer I love you, I love you. Das ist ja nicht mehr die Verbundenheit, die ich meine. Das ist I love you heißt, bleib bei mir und ich will nicht alleine sein. Ja? Ich brauche dich, I love you. Ja? Wenn wir immer Leuten sagten, ich brauche dich, das ist nicht so romantisch. Ne? Ich brauche dich. Brauchst du mich? Ja, ich brauche dich. Also eine Art Instrumentalisierung. Okay. Ja, nicht bösartig. Das ist ja ganz klar, wenn man aus dem Bedürfnis kommt, dann
will man ja auch jemanden, der das Bedürfnis stillt. Ja, Wenn aber du ich jetzt kann, das aber ja. als Sackgasse bezeichnest oder wir da sozusagen eigentlich Enttäuschung Ja. produzieren, du hast ja ein Modell entwickelt, so ein Haus der Liebe. Vielleicht magst du das mal gerade Ja, kann erläutern, ich dir erzählen. wie dein Modell des Liebens konkret aussieht. Ja, also ich hätte das Buch nicht geschrieben. Es sind so viele Bücher über Liebe geschrieben worden. Also, wie sagt man so schön, es wurde schon von allen gesagt oder wie, Nur und nicht von nur dir. nicht von jedem, oder? Ja, jetzt komme ich auch noch daher. Na, es ist zumindest sehr schön geworden. Es ist wirklich sehr, fühlt sich auch Er gut ist sehr an. handlich. Ja, das hat ein schönes Format und es gibt berühmte Leute, die hier tolle Kommentare machen, geben, wie Hubertus Meyer-Burckhardt und die sind alle begeistert. Wir würden natürlich gerne von dir hier die Essenz dieses Buches erfahren wollen, ne? Ja, Wobei natürlich die Geschichten, die muss man auch lesen. ich war bei der Verlegerin und an sich wollten die mich überreden, weil wir hatten schon sich mit dem Selbstentwickler befasst. Und ich hatte mal irgendwann gesagt, der Selbstentwickler fängt bei sich an, aber hört nicht bei sich auf. Ah ja, das wäre eine Fortsetzung. Das wäre doch die Fortsetzung, Herr Korsen, vom Selbstentwickler. Sie sagen doch selber, der fängt bei sich an, aber hört nicht bei sich auf. Und schreiben Sie doch was über die Liebe, sage ich. Nein, es wurde alles gesagt. Alle wissen was. Also man kann ins Internet gehen unter Liebe und da stehen die tollsten Sachen drin, von Sokrates über die klügsten Menschen, was sie alles über Liebe gesagt haben. Das, was mich fasziniert, ist, dass alle Leute sich sehnen und alle Leute auch irgendwie, ja, Liebe ist loslassen, den anderen sehen. Wir wissen alles, aber warum schaffen wir denn das nicht? Warum? Weil wir die Verbundenheit nicht für uns selber schaffen, sondern immer den anderen brauchen. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe nur ein Buch, wenn es nicht nur über Mann und Frau geht. Das ist aber langweilig, finde ich auch. Oh mein Gott, es war schon wirklich immer dasselbe. Also wie ich früher Eheberatung gemacht habe, es war letztendlich unterm intellektuellen Niveau. Ja, doch, das ist wirklich, das sind wie Kinder. Ja, also in meiner Arbeit habe ich manchmal das Gefühl, dass ich die Leute aus der Kinderwelt in die Erwachsenenwelt holen muss. Okay. Ja, und das ist immer dieses, erlöse mich vom Übel. Und dann habe ich gedacht, lieben ist auch möglich ohne Partner. Okay. Man kann auch lieben ohne Partner. Nein, die Leute sagen, ich habe keinen, den ich jetzt liebe. Ich sage, ja, aber es gibt doch noch was anderes, was du lieben kannst. Und jetzt kommt eben diese drei Lieben, dass ich mich ins Leben verliebe, könnte man sagen, nicht? Also, dass ich Okay. das Leben liebe. Aber wie soll denn ein Mensch liebenswert oder liebenswürdig sein oder den anderen wirklich auch sehen können, wenn er verstimmt ist, wenn er permanent gegen das Leben ist? Und also, wenn du mich ganz platt fragst, wie kann man es schaffen, mit dem Leben verbunden zu sein, dass man nicht einen anderen braucht, dann kann ich sagen, das beste Medikament ist nicht mehr gegen das Leben zu sein. Wir sehen uns immer nach der Verbundenheit und sind immer dagegen. Was verstehst du unter Verbundenheit? Verbunden heißt, ja, dass ich die Geborgenheit habe, dass ich mich als Ganzes fühle. Es gibt so ein schönes Wort dafür, so eine ozeanische Verbundenheit. Ja? Also die meditieren, die kennen das teilweise, dass wenn man ruhig ist, dass man dem Quatsch hier auch nicht mehr so anheimfällt und in die Gegenwart kommt oder die Achtsamkeitsübungen machen, die kennen das. Das ist auch ganz schön, das ist auch fast zu beschreiben, dass man plötzlich das Gefühl hat, man ist nicht so getrennt. Ne? Man ist mit der Natur eins, vielleicht kennen das auch einige mal, wenn sie Waldspaziergänge machen oder Bergwanderungen und dann plötzlich sich so heilig fühlen. Ne? So, ach, das ist ja, es ist alles so. Ja, und dann hat man ganz kurz das Gefühl von Verbundenheit. Nicht umsonst gibt es Drogen, Opium und all das. Ne? Also der Mensch sehnt sich nach Verbundenheit und Auflösung von der Getrenntheit. Und das kann man über Opium schaffen oder über Drogen, vielleicht auch mal über Sex, dass man so eins ist. Und
dann gibt es eben noch die Droge Verliebtheit. Ja, und das könnte man entwirren, wenn man sich entscheidet, diese Sterb und Werde, dieses Fließen, das alles fließt, wenn man das weiß, also wenn man erwachsen ist, dann weiß man, dass alles kommt und geht. Das kann man in der Physik, in der Quantenphysik, alles ist im Fluss, Panterei, weil wir sind ja auch alle so gebildet und wissen das, ja. Alles fließt. Ja, aber warum sollen denn nicht die Gefühle kommen und gehen? Warum schreie ich einen an? Du warst früher netter. Mein Gott, natürlich, alles kommt und geht. Und wenn die Verliebtheit nicht mehr da ist, mein Gott, dann gucke ich wieder mehr auf meine Sachen und dann bin ich nicht mehr so lieb. Also es ist, tut mir leid, wenn ich das wirklich etwas drastisch erkläre, das ist ein Jammertal. Das sind Kinder, die sich beschweren, du erlöst mich nicht vom Übel, mach mich glücklich. Und wenn man es nicht selber schafft, sich glücklich zu machen, das schafft kein anderer. Also du sagst, um das zu schaffen, muss man diese Verbundenheit Ja. spüren, Ja. einüben, sagen wir mal. Ja. Was ist denn für uns die beste Übung, um diese Verbundenheit, wenn ich jetzt nicht gerade eine Stunde Ja. Zazen und Yoga und sonst was Ja. mache, dauernd einzuüben? Weil letztendlich ist es ja für dich die totale Grundlage, um überhaupt Ja. ein gelingendes Ja. Lieben Ich kann hinzubekommen. das erstmal über das Haus, was du vorhin Ja. angedeutet hast, mal erklären. Also ich stelle mir vor, dass die Liebe zum Leben, die auch wohl eine Entscheidung ist. Ich glaube, dass Liebe eine Haltung ist, eine Entscheidung. Ich kann mich entscheiden, das Leben als Ganzes zu lieben. Dann sagen Leute, aber Herr Korsen, die können doch nicht Aleppo lieben. Das ist doch furchtbar. Das Elend auf der Erde, sage ich, nein. Stellen Sie sich doch eine Erde vor ohne Menschen. Ja? Also der Mensch macht ja das, was uns dann so anekelt. Ja? Aber das Leben an sich, das ist doch wunderbar. Ja? Und das haben ja auch alle schon mal erlebt, dass man den Frühling, da geht einem das Herz über und dann ist auch der Baum, der im November tot erscheint, der ist auch nicht tot, der ruht sich doch nur aus, weil er so viel gearbeitet hat. Und dann kommen die Knospen wieder und dann blüht es und die Blätter und dann die Früchte und dann fallen die Blätter runter und die werden zur Erde. Alles ist verbunden. Und viele, die ich beraten habe, machen diese Übung abends. Tut mir leid, ich habe so viel geredet, bin ein bisschen heiser. Dass man abends einschläft und sich so einen Obstbaum vorstellt, weil man das Unterbewusstsein dann färbt mit, alles kommt und geht, aber es kommt alles wieder, auch wenn es mal tot erscheint. Und wenn ich das einen Monat jeden Abend mache, dann ist mein Unterbewusstsein mit Zuversicht programmiert. Ah ja, klar, da kommt ja alles, es geht und kommt, dann flüht, ah, da kommen die Knospen wieder und das mache ich dreimal durch. Das mache ich vielleicht mal einen Monat beim Einschlafen und dann habe ich mich gefärbt mit Zuversicht und mit Verbundenheit. Dass nicht, wenn irgendwie mal einer weg ist oder mich mal einer verlässt, dann habe ich immer noch die zwei Lieben. Wenn mich einer verlässt, habe ich immer noch die Liebe zum Leben, die Verbundenheit und die Liebe zu mir mit meinem Wesentlichen, mit meinem unveräußerlichen Wert. Und dann kann ich, weil ich diese beiden Anker noch habe, natürlich das besser wegstecken, wenn mal einer wegbricht. Und das wäre, um jetzt vom Fundament zu kommen, das Fundament ist die Liebe zum Leben, zu dem Sterb und Werde. Also ich habe mich, das klingt jetzt wirklich komisch, aber es ist ja im Management jetzt so ein Thema, die Gewissheit in der Ungewissheit oder die Geborgenheit in der Ungewissheit. Also ich bin wirklich, das merke ich immer mehr, ganz fasziniert von der Ungewissheit. Weil die Ungewissheit macht einen lebendig. Wenn wir immer wissen, was kommt, was wird kommen, que sera, sera. Ja? Nein, das ist auch toll, dass wir nicht wissen, was kommt, weil sind wir nicht mehr lebendig. Und da kann man sich doch richtig anmachen aufs Leben, wie schön es ist und wie ungewiss, ja? Ich finde es ja toll, dass du diesen Eros des Lebens so spürst und es hält dich ja auch so jung. Aber Nein, du ich hast. bleibe noch bei der, ich Ja. muss doch, Entschuldigung, ich weiche ab und zu ab. Ja. Die Selbstliebe sind die Wände und das Dach. Jetzt haben wir das Fundament und jetzt haben wir eine Sicherheit, vielleicht auch eine Geborgenheit. So, und die Liebe zum anderen, das ist nur die Inneneinrichtung.
Das ist der Schrank oder so. Ja, das ist die Innenanrichtung. Und damit wird das schön, das Haus. Nicht? Wir können das von außen anstreichen. Wir können auch innen was Schönes reinstellen. Aber wir brauchen die Inneneinrichtung nicht. Wir werden nicht nass, es ist trocken, wir haben ein Haus. Die Inneneinrichtung, das war so eine Idee von mir, die mir selber gut gefällt. Die Inneneinrichtung ist die Beziehung zum anderen Menschen. Das ist wunderbar. Im zweiten Teil der Reihe Brain and Soul Network Talk zum Thema Lieben mit unserem Experten Jens Korsen werden wir darüber sprechen, wie wir die Haltung auch in ein nachhaltig gelingendes Verhalten überführen. Denn wir wissen alle, dass ein Einmalerkenntnis oft nicht sehr viel bringt, denn wenn es stressig wird, verhalten wir uns dann ganz schnell auch mal äußerst ungünstig, wie Jens Korsen sagen würde. Wie wir das also schaffen, vom Wollen, vom Können zum Tun zu kommen, das wird Jens Korsen im zweiten Teil in anschaulichen Beispielen erläutern. Freut euch also auf den zweiten Teil der Reihe Brain and Soul Talk zum Thema Lieben. Thank you.